Jung, ein Adjektiv. Definiert als, sodass man noch nicht viele Jahre gelebt hat. Aber gilt nicht vielmehr der Term unsicher. Von der Welt da draußen abgeschreckt und so gar nicht. Mehr sicherlich weißt du, was du willst. Beziehungsweise, was du wollen musst. Du weißt, was der nächste Schritt ist, bis du es eben nicht mehr tust. Bis der letzte Schritt gegangen ist und du vergeblich nach einem Sinn in diesem Ganzen suchst. Wieso bin ich hier? Oder wieso mache ich das? Wieso weiß ich nicht mehr weiter? Oder warum kratze ich nicht einfach gleich ab? Frage nach Frage und man sagte dir immer, dass du die Antwort schon weißt, nur sei die Frage falsch gestellt. Aber seit Jahren nun stellst du dir dieselben Fragen. Nur scheint die Antwort abbestellt. Hi, ich bin Antonia Fink, ich bin 16 Jahre alt und ich mache Poetry Slam. Poetry Slam mache ich schon seit einem Jahr, weil ich über die Schule bei einem Poetry Slam Workshop mitgemacht habe. Und seitdem bin ich extrem interessiert am Poetry Slam, weil ich das wahnsinnig interessant finde, wie Menschen das schaffen, ihre eigene Meinung in 5 Minuten auf einer Bühne in den Text einfach vorzutragen. Und deshalb bin ich auch selber, mache ich selber schon länger Poetry Slam und habe auch bei verschiedenen Slams schon mitgemacht, wie zum Beispiel am Dienstag beim U20 Slam im Theater Kosmos, den ich auch gewonnen habe. Und der Text, den ihr vorhin von mir gehört habt, das ist ein Auszug von einer meiner Finaltexte. Und deshalb mache ich auch am 5. April bei dem Jugendredewettbewerb bei der Messe Schau mit. Wobei ich mich noch ganz auf den vorbereiten kann, weil die einzige Vorbereitung, die ich für den Text einfach habe, ist, dass ich dem schon beim U20 Slam vorgetragen habe und gesehen habe, dass der eigentlich ganz gut in der Menge ankommen ist. Und deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass der auch beim Jugendredewettbewerb ganz gut ankommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ganz viele von euch kommen und ja. Yeah.